Trenz gehört zur Gemeinde Freienfeld und befindet sich im Südtiroler Wipptal, unweit der Fuggerstadt Sterzing. Das kleine Dorf wurde auf einem mächtigen Schotterkegel erbaut, der auf einen gewaltigen Bergsturz aus vorgeschichtlicher Zeit zurückzuführen ist. Die Legende um die Auffindung des Gnadenbilds hat keine handfesten Beweise, doch erklären sich manche den mysteriösen Fund dadurch, dass am oberen Bergrand, dort wo der alte Pfad verlief, eine kleine Heiligenstätte mit der Marienfigur stand. Diese wurde bei einem Unwetter ins Tal geschwänzt, wo sie dann von Bauern gefunden wurde. Auch wenn dies als plausible Erklärung durchgehen könnte, bleibt das Wunder erhalten, dass die Statue keine großen Schäden davongetragen hat. An dem vermeintlichen Ort, wo man das Gnadenbild fand, erbaute man 1838 eine kleine Kapelle. Die Dorfbewohner sind sehr stolz auf ihre Trenser Mutter, wie die Marienstatue liebevoll genannt wird. Geschichten und Erzählungen von Wundern werden auch heute noch weitergegeben. Ja, ein Ding irgendwie schon, doch der kalt geworden ist schon. Tiefsäum ist einfach nur mehr. Der Glaube an Maria gab Pater Josaphat viel Kraft. Und wie durch ein Wunder wurde er geheilt. Diese Tafel war jahrelang als Motivtafel in Trenz gehangen. Und da ist der Knochen, den ich selbst herausgezogen habe, ne? Als Oberschenkel. Vieles deutet im Dorf darauf hin, dass man sich an einem besonderen Ort befindet. Häuser sind mit Marienbildern bemalt und Bildstöcke weisen den Weg zur Kirche. Der Wallfahrtsort Maria Trenz ist bei den Menschen hier im Wipptal in besonderer Weise beliebt. Hier geht man einfach gerne hin, auch um in Stille zu beten. Es sind tagsüber eigentlich fast zu jeder Zeit Menschen in der Kirche, um zu beten. Und es sind die großen persönlichen Nöte, die sie da abladen. Auch heute noch gehen Passaira Wallfahrer zweimal im Jahr teilweise zu Fuß nach Trenz. Und jetzt wird das alleweil vernachlässigt, weil es den Leuten so gut geht. Ich kann es auch nicht erklären, man muss das fast selber mitmachen. Aber einfach ein gutes Gefühl. Bei besonderem persönlichen Leid nahmen einige Pilger die Schmerzen auf sich und gingen betend auf Knien hinauf zur Kirche. Meist nachts, damit sie unerkannt blieben. Man kriegt es am Monat niemand da gewesen auf Trenz, der nicht knieler Trauer sein. Trägt Maria hellblau, so bedeutet dies, der Frühling ist eingekehrt. Es ist der 1. Mai. An jedem 1. Mai findet der beliebte und bekannte Sterzinger Gerichtskreuzgang nach Maria Trenz statt. Ja, das ist auch ein Glaubensbekenntnis, sagen wir für. Und die Gemeinschaft, gemeinsam beten, gemeinsam singen. Und heute der Gottesdienst war ja wunderbar. Fast ein Höhepunkt in meinem Glaubensleben, weil so viele Menschen beten und mit dem Bischof beten. Und das ist für mich sehr wichtig. Da merkt man, dass das ein großes Anliegen ist und dass das auch eine große Tradition hat. Wirklich ganz toll.